Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Let's Grief, in dem ich wieder, ja, die Leute nerv, abfuck, wie auch immer. Und ich dachte mir so in dieser Folge, komm, wir nehmen mal ein bisschen Laserjet, wir nehmen mal ein bisschen Savage. Aber nachdem ich das Fliegen komplett verlernt habe, habe ich dann wieder die Oppressor nach einer Zeit genommen. Weil ich weiß nicht, die Oppressor, es ist zwar noobhaft, ganz ehrlich, natürlich irgendwie manchmal, aber mit dem Ding kann man halt einfach die Masse super abfacken und mit einem Laserjet und einem Savage, also die zwei Luftfahrzeuge, die ich am liebsten nehme, die kann man halt ziemlich schnell explosnipen. Wobei ich sagen muss, ich fliege lieber den Savage, aber Laserjet ist eigentlich auch immer geil, die Hydra ist eigentlich auch voll okay. Aber gut, ich dachte mir so, nehmen wir mal die Laser und gucken mal, was wir mit dem Wissen hier machen können. Ja, und super, da hebt er ab. Da hebt er ab und wie er abhebt. In seinem Cockpit und dann ging gleich mal hier der erste Kill gleich los. Ah, gut, da hat er die Kurve doch schon mal nicht so gut bekommen, also fliegen wir wieder hoch. Schön den Himmel. Wow. Und wieder runter. Da sollte der arme Passant. Oder das, nee, das ist natürlich ein Spieler. Und die Kanone drauf und zack, ist er weg. So muss das sein. Also, warum griefe ich in GTA? Warum tue ich das? Habe ich eine Behinderung? Nein, die habe ich nicht. Es ist so, ich bin so ein Mensch, der lässt gerne seine Wut an anderen Leuten raus. Ich bin so ein Mensch, der lässt die Wut an anderen Leuten raus. Das habe ich gerade sagen wollen, nachdem ich hier diesen Ultra-Fail gesehen habe, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, mit, ja, ich habe das Fliegen verlernt, weil ich schon so oft, wo ich schon so lange die Oppressor fliege. Ich sollte mal ein bisschen mehr mal wieder mit den Helis und so arbeiten, damit ich hier wieder mal das Fliegen lerne. Man muss aber auch sagen, dass die Steuerung an der Tastatur und Maus mit dem Fliegen halt, außer die Oppressor, weil da habe ich die Shift-Taste an der Maus mit 5 und 8 an der Maus belegt. Aber das Ganze halt dann mit Helis oder Lasers, Laserjets ist halt dann wieder schwieriger, das Ganze zu bedienen, also heißt mit Kamera und so. Also Fliegen ist am Controller wahrscheinlich einfacher, aber ich bin halt kein Controller-Spieler, was GTA betrifft. Ich spiele viel lieber mit der Maus und Tastatur. Naja, so, was ich erzählen wollte, warum fuck ich Leute in GTA? Also, was ich auch schon gesagt habe, ich lasse gerne meine Wut an andere Menschen los. Das tue ich aber nicht mehr gerne in Real Life. So, mir ist so aufgefallen, wenn ich es in GTA einfach mache, das ist eigentlich genauso geil. Weil man tut die Leute abfacken die ganze Zeit. Ich meine, sie müssen sich ja nicht gefallen lassen. Die können ja in Passivmodus gehen oder können einfach die Lobby wechseln, so wie ich es früher auch getan habe. Ich meine, ich bin auch kein Ausnahmefall oder so. Ich wurde auch immer abgefuckt, wo ich Level 12 oder so noch war. Das wurde wahrscheinlich, glaube ich, schon jeder in GTA Online. Und ich habe halt auch immer so davon geträumt, mal so die Lobby zu dominieren oder so. Aber naja, ich dachte nie, dass irgendwie was wird oder so. Weil ich gemerkt habe, dass mein Aim so viel zu scheiße war. Aber so nach einer Zeit hat sich mein Aim halt total verbessert und so. Also ich will jetzt nicht davon reden, dass das jetzt irgendwie ein Kindheitstraum war oder so ein Scheiß. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich habe halt bloß gemeint, ja, dass es schon mal so geil wäre, mal so Lobby zu dominieren. Und das tue ich jetzt praktisch täglich. Gut, es gibt immer mal Leute, die besser sind als ich, so ist der. Aber, ja. Sagen wir mal so. Wenn ich von der Schule immer nach Hause komme, so speziell noch in der Realschule, ich bin ja nicht so ein Typ, der gerne so, ja, wie soll man sagen, ich tue gerne so Sachen alleine, also heißt mal alleine kicken gehen. Alleine rausgehen, ohne Gesellschaft oder so, oder halt zu Hause halt na, zocken. Ist einfach so. Zum Beispiel heute, da war ich mit Kollegen in der Stadt. Natürlich super spaßig und sowas, alles okay. Aber ich kann mir sowas nicht jeden Tag vorstellen. Ja, und deswegen tue ich halt so Solo-Dinger machen. Heißt zum Beispiel jetzt ein GTA alleine abfucken. Und sag mal so, wenn ich abgefuckt bin und nach Hause komme und meine komplette Wut in Lobby rauslasse, dann fühle ich mich danach besser, ganz ehrlich. Also ist irgendwie schon so eine Medizin für mich, wenn ich genervt bin oder so. Also, wie soll man es erklären? Ich kann es zwar, ich bringe es zwar wahrscheinlich derbe schlecht rüber, aber ich kann, glaube ich, schon, oder ich bin halt schon davon überzeugt, dass ihr es so halb kapiert, was ich meine. Genau. Das Ganze tue ich eigentlich schon seit schon seit 2 Jahren. Also ich habe mittlerweile jetzt schon so 65.000 Kills und wurde schon 5.000 Mal gekillt.
ich bin auch vorher noch stehen geblieben mit warum oder was glaube ich eigentlich schon wieder. Ich werde ja auch ab und zu mal, sagen wir so, ich bin ja nicht der Beste in GTA. Wobei, doch, das bin ich eigentlich schon, ja. Doch, ich bin der Beste in GTA. Aber was man halt sagen muss, wenn halt andere Leute, also die meisten Leute bekommen mich eigentlich nur, wenn sie Off-Raider sind. Und zwar Geistermodus oder so On-Raider irgendwie hat mich noch nie wirklich jemand so krass klein gekriegt. Es gab mal wirklich so ausgeglichene Duelle, da ging es hin und her. Heißt, man killt zum Beispiel gegenseitig mit der Oppressor in der Luft, dann geht es am Boden weiter, snipen oder so. Aber so wirklich zerstört wurde ich eigentlich schon lange nicht mehr. Dass ich übrigens der beste GTA bin, das war natürlich nur Ironie. Es wird immer irgendwie bessere Leute in irgendeinem Fach geben. Heißt irgendwie in Fußball, heißt irgendwie in der Schule oder so. Ist einfach so. Und da ist natürlich der Headshot des Jahrhunderts, meine Freunde. Da hat der Markus Gold 2, wahrscheinlich auch ein Deutsche, wahrscheinlich ins Kissen gebissen. Aber ja, der Typ hat aber auch übelst rumgelegt. Guck mal, ich schieße ihn an, kriegt aber keinen Damage. Und als er auf dem Boden ist, so ein paar, also man sieht am Punkt, der kriegt keinen Damage, aber jetzt ist er irgendwie gestorben. Auch beim Snipen ist mir aufgefallen, dass der echt einen scheiß Ping hat. Ja, übrigens wurde ich dann hier noch von einem Räuber überfallen, $10,000 verloren. Das nutzt natürlich Markus Gold perfekt zum Snipen aus. Ja, Kollege, du hast dich bekommen. Wirklich. Das sollte eigentlich schon Headshot sein, aber gut. Ja, komm, Kollege, komm raus. Na, jetzt bist du weg. Ich habe jetzt mal die Expo-Sniper für das genommen, weil, ja, Präzisionsgewehr, halt, ja, einen scheiß Zoom-Fernrohr hat. Aber gut, was soll's, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.